Sehr enttäuschender Start ins Fußballjahr 2014. Gibt es jetzt schon Erklärungsansätze, so kurz nach dem Spiel? Das ist schwierig zu sagen. Das muss man erstmal verdauen, so ein schwaches Spiel, was wir heute hier abgeliefert haben. Und ja, das 1-2 war halt die Folge davon. Und ja, ich denke, dass das Ergebnis gerechtfertigt war. Ja, wir müssen uns natürlich alles wieder angucken. Aber wir haben das x-te Spiel hier zu Hause verloren. Und das fühlt sich sehr, sehr bitter an gerade. Wie gesagt, wir haben uns viel vorgenommen, wir haben unser Spiel so ein bisschen umgestellt, wollten früher drauf gehen, um eben diese Heimschwäche ein bisschen zu bekämpfen. Und das ist uns heute wieder nicht geglückt. Wir haben zu viele Fehler gemacht, zu viele dumme Fehler, und das ist alles eine Kopfsache, wie man spielt. Und also es sind Dinge, wo, muss man sagen, also die angesprochen werden, und die muss man halt, sind ja jetzt nichts einfache Passspielfehler, und die müssen wir auf jeden Fall, und wir müssen uns mehr Torschancen noch rausarbeiten hier zu Hause, das auf jeden Fall. Also es war dann meines Erachtens immer eine Kopfsache, wie viele Fehler, und wir haben unheimlich viele, noch am Ende ganz viele Fehler gemacht im Spiel nach vorne, und das kann man sich nicht leisten. Woher kam diese Verunsicherung? Das wirkt ja fast schon teilweise ein bisschen verkrampft. Sehr hohe Fehlerquote, gibt es da eine Erklärung für? Das ist schwierig zu sagen, so unmittelbar nach dem Spiel, aber wir haben zu keinem Zeitpunkt des Spiels ja wirklich so eine Linie gefunden, wo wir das Spiel mal vernünftig aufgebaut haben und ja, uns kaum klare Chancen rausgespielt haben, geschweige denn überhaupt irgendwas rausgespielt haben, und ja, so kann man natürlich nicht auftreten. Frankfurt zieht jetzt vorbei. Die anderen haben auch ordentlich gepunktet. Ich glaube, jetzt kann man sagen, beginnt der brutale Abstiegskampf, oder? Ja, der Abstiegskampf hatte schon vor dem Spiel begonnen. Wir waren uns schon der Situation bewusst, obwohl wir 11. Platz waren. Jeder kann die Tabelle lesen, und das waren 2 Punkte bis zum Abstiegsrelegationsplatz. Und deswegen müssen wir alle Kräfte bündeln, und ja, jedem muss bewusst sein, worum es hier geht. Das ist ein Rückschlag, aber wir wissen, worum es geht. Wir machen das jetzt nicht zum ersten Mal durch, sondern die letzten 2 Jahre waren ähnlich. Und wenn sich jeder die Tabelle anguckt, dann weiß er, worum es geht. Natürlich, also das wusste man davor, aber wir haben schon noch ein paar Spiele zu spielen, das muss man schon so sehen. Und Grundvoraussetzung ist natürlich, dass wir Punkte holen, weil die Mannschaften alle eng beieinander sind unten. Aber wir wissen ja, wo wir stehen, und wir können es auch gut einordnen. Wir haben nicht die Qualität, aus purer Leichtigkeit Tore zu erzielen. Wir müssen uns alles hart erarbeiten, und da müssen wir weiter dranbleiben. Da muss jeder Einzelne dranbleiben und sich vergegenwärtigen, was es heißt, hier beim VfL Bochum gegen den Abstieg zu spielen. Das wird richtig ungemütlich in den nächsten Wochen, aber ich glaube, dass wir die richtige Mannschaft dazu haben, um den Klassenerhalt zu stemmen. Das ist keine Frage, aber es wird ungemütlich, und da muss jeder sich darauf einstellen. Ja, du sagst es ja, es wird fast schon ein bisschen zur Routine leider. Worauf wird es denn jetzt ankommen in den nächsten Wochen? Was muss denn passieren? Ja, wir müssen Tore machen, Und wir haben in der Vorbereitung jetzt hart daran gearbeitet. Der Effekt ist immer noch nicht eingetreten. Aber die Saison ist noch nicht vorbei. Wir müssen weiter kämpfen, weiter dranbleiben und brauchen unbedingt Tore. Brauchen zu den richtigen Zeitpunkten Tore. Wir haben in der ersten Halbzeit die Situation, das 1-0 zu machen. Und das haben wir wieder verpasst. Und das sind so Momente im Spiel. Es gibt ja Schlüsselmomente. Und die verpassen wir nur zu oft. Und wie gesagt, die Leichtigkeit, das locker leicht zu machen, die haben wir nicht. Wir müssen uns alles hart erarbeiten, und da müssen wir dranbleiben.